Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Watch of Realms. Wir werden heute mal wieder, wie immer besser bei uns, ein paar Ziehungen machen. Und zwar muss ich sagen, ist dieses Banner ziemlich geil im Moment für mich, weil wir werden, also ich werde zumindest auf die Hatzut gehen. Die habe ich nämlich noch nicht. Und ich werde einfach mal auf mein Glück hoffen. Ich muss aber auch sagen, viele sagen ja eigentlich, dass der hier geil sein soll. Ich weiß es nicht, aber ich würde mich auch eigentlich ziemlich drüber freuen über den neuen Helden Artemis. Ich finde einfach nur die Combo geil, dass er heilt, aber auch selber Schaden austeilt mit seiner Ult. Da macht er dann AOE-Damage. Und der hat natürlich Anti-Heilung, was auch sehr gut ist. Aber mein Ziel ist heute bei mir die Hatzut. Genau, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich habe die Hatzut schon und Patrick war jetzt die ganze Zeit schon neidisch, dass ich die habe und er nicht. Deswegen, ich drücke dir die Daumen, aber das sollte bei deinen Dias und bei deinen vielen Beschwörungskristallen, die du hast, eigentlich kein Problem sein. Genau, da wollte ich jetzt auch noch drauf gehen. Also, damit ihr seht, was ich insgesamt habe. Also hier werden bestimmt 350 Ziehungen rauskommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kommt darauf an, wie viele blaue Hellen ich ziehen werde. Und zur Not hätte ich jetzt hier auch noch 16 goldene. Und schaut gut aus. Ja, schaut gut aus, kann aber auch schlecht enden, aber mal gucken. Übrigens, in der letzten Folge Watch of Realms hatten wir eigentlich gesagt, dass ich eine Sonderfolge mache mit meinen 20 speziellen Beschwörungskristallen. Wir hatten die Folge aufgenommen und ich habe diese 20 gezogen und ich hatte einen legendären drin. Also diese 20 goldenen kam nur ein legendärer raus und das war auch kompletter Schmutz. Also deswegen kam die Folge auch nicht, nur für euch zur Info. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Ziehung rein, oder? Let's go. Good luck. Na, danke. Erstmal schön mit blauen anfangen. Jawohl. Muss halt nicht gleich übertreiben. Oha, nur blaue. Ja, okay. Die Oberreihe gefällt mir schon mal. Auch wieder. Ja, schade, schade. Aber ganz ehrlich, du hast so viele Ziehungen. Ja. Das ist eigentlich irrelevant. Okay, ist schon mal ein epischer dabei. Wie viele übrigens blaue? Auch. Holy shit. Ja. Wow. Auch sehr wichtig, die epischen und die blauen, weil es gibt nämlich zurzeit wieder dieses Event mit den Beschwörungen und man kann insgesamt 6 Skillkristalle daraus bekommen und 2 goldene. Genau, vielleicht kannst du es ganz kurz mal zeigen. Das war hier, ne? Genau. Ja, 2, 4, 6, ja. Aber allgemein, auch wenn du bis hierhin kommst, ne, du hast über 2000 Diamanten, die du zusammenkriegst. Also ist schon ganz heftig, dieses Ding hier. Das ist echt krass und deshalb werde ich auch meine Ziehungen machen. Ich habe längst nicht so viele wie der Patrick, aber die Folge seht ihr dann entweder morgen oder übermorgen. Kommt dann nochmal eine raus, wo ich dann nochmal eine kleine Ziehung mache. Nice. Zur nächsten. Ach, komm schon. Okay. Willst du gleich nach 4 Zehnerziehungen legendären oder was? Ja, natürlich. Wäre doch super. So nicht, mein Freundchen. Nachdem ich hier die 20 goldenen hatte, ja. Ja, deswegen muss ich ja wieder viele ziehen, weil du so wenig hattest. Ach so, damit es ausgleicht, oder? Ja, genau. Damit das Universum nicht zusammenstürzt, oder? Ja. Komm schon. Boah, ist aber eine gescheite Flaute jetzt hier gerade. Ja, aber immerhin ein paar epische dabei, die kannst du immer schön verkaufen für diese Points. Das stimmt. Komm schon. Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Geht grad gar nichts. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch jetzt bei dem Event gezogen hattet und hoffentlich die Hatzut gezogen habt. Ja, aber die ist echt gut. Eigentlich macht sie ja Einzelziel-Damage, aber das ist eigentlich auch eine Art von AOE-Damage, was sie ja macht. Weil sie auf alle Gegner in der Nähe rüberspringt, diese Pfeile. Total, ich nutze sie sehr oft in der Arena. Also, da ist die Wahnsinn. Ja, und die Ult ist einfach auch top. Also, da kann man echt nichts gegen sagen. Ja, ein epischer. Oh, und einmal Helden sortieren. Okay. Helden sind sortiert, auf in die nächste Ziehung. Let's go. Let's go. Jetzt könnte langsam mal ein Legendärer kommen. Ja. Aber erst so, wenn ich die blauen durch habe, die Kristalle, dann ist es so wirklich mit der Pestschutzregel, die dann wieder kommt. Ja. Aber gut, 200 Ziehungen muss es eigentlich nicht dauern, ne? Muss es nicht, aber will es wahrscheinlich. Ja. Deswegen finde ich ja mal 2 Events besser als die mal 10. Bei mal 10 hast du halt das Glück auf den einen bestimmten Helden, den du jetzt noch haben willst. Ne? Ja. Und bei mal 2 sind halt alle drin. Das ist halt immer die stimmt. Frage. Ich finde, das ist auch komplett tagesformabhängig. Manchmal zieht man echt. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Bitte. Habt ihr ein Video? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Und? Wer? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Aber so Morrigan. Keine Musik dazu. Boah, nee. Also wenn es Morrigan wäre. Nee, es hat's gut. Yes, nice. Geil. Very well.
Ja, mega. Wie ist die einfach direkt hier? Ja, what the fuck? Easy. Das ist wirklich geil. Ich hab voll vergessen, was der Video hatte. Das ist immer mega. Oh, ich werde jetzt wahrscheinlich noch weiterziehen, oder? Ja, klar. Oh, I wouldn't do that. Du, die zu erwecken ist, ist gut. Ist noch ein... Ja, oder ich wechsle auf das mal zwei Banner, wo ich dann alles nochmal erhöht habe. Könnte ich jetzt auch machen. Ah, oder so. Boah, ich glaube, ich wechsle auf das mal zwei Banner und ich baller trotzdem alles raus, was ich habe. Ja, okay, dann machst du. Fürs Video. Ja, geil. Aber geil. Ich guck mal schnell, was die so zum Erwecken hat. Hast du die eigentlich schon erweckt? Deine? Nee. Nee, nee. Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie ja eh, das heißt, die Chance ist, glaube ich, eh ein bisschen höher, dass ich sie jetzt nochmal ziehe. Also von daher werde ich jetzt einfach auf mal 2 gehen. Da werde ich jeden Fall nochmal 3, 4. Ich werde die auch einfach durchballern. Dann bin gespannt. Ich auch. Dann let's go. Ich sehe vor jetzt direkt noch einer. Am Anfang. Back to back. Ach, schön epische fürs Event. Ja. Ich freue mich über jeden epischen, weil ich will diese 100 epischen Marken da haben. Weil da kannst du ja immer alle 2 Wochen Skillkristalle im Shop holen. Und ja, diese Seelen für die Upgrades von den Ausrüstungen, weil die auch sonst sehr selten bekommst du aus den Ausrüstungen. Ja. Deswegen freue ich mich über jeden epischen, den ich hier ziehen kann. Ich bin immer so poker, also ich muss immer noch mal kontrollieren, ob ich wirklich im richtigen Banner drin bin, weil ich das letzte Mal einmal einfach falsches Banner gezogen habe und zwar 70 Ziehungen. Ja. Und seitdem aber nee, das passt. Immer wieder kontrollieren. Du hast gesagt, mal 2 ist besser, also bisher sehe ich mich da nicht besser dran. Das cutte ich raus. Oha. Oh, komm schon. Ja, gut. Ja, vielleicht habe ich aber jetzt noch eine Flaute, weißt du? Achso, und dann back to back oder wie? Mhm. Okay. Sag nichts dazu. Aber es kommen mehr epische, ne? Ja, es kommen echt mehr epische, ja. Wobei das absolut keinen Sinn macht. Oh, let's go. Aber auch nach 80, 90 Ziehungen, ne? Ja. Kann schon sein. Aber ist, und wer ist es? Alaura, okay. Benutze ich aber auch ein paar Mal. Also ist jetzt die ist nicht auch schlecht. Nicht verkehrt, das stimmt. Nee. Besonders die ist immer unsichtbar und kriegt gar keinen Schaden, das ist halt echt OP. Ja, das stimmt. Einmal gemissfingert. Ja, ich wollte gerade sagen. ich hab auf diese zum Closen gedrückt, ja. Und einmal wieder sortieren. Okay, auf geht's in die nächste Runde. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Ich hab doch gesagt, Mal 2 ist einfach the way to go. Jetzt mal krasser Held. Der Hex Silos, so würde ich mir. Oh mein Gott. Was ist das, die Laia? Oh mein Gott, ich zieh sie nochmal. Halt's auf. Nice, einfach ein Lordheld. Geil, kann ich direkt einmal erwecken. Das ist richtig geil. Die fehlt mir, muss ich sagen. Ja, ich finde die. Die brauche ich unbedingt als Healerin. Die ist so krank. Aber ich muss auch sagen, ich würde auch viel mehr mal langsam die Arachna oder die Morgan ziehe, weil ich halt für die. Ja, jetzt beruhigen die Klassen, Sie sich bitte. Ja, so ein geil, beruhigen Sie sich. Ja, aber das wäre halt perfekt, damit ich so einen Klassenbonus bekomme. Also so ein. Ja. Wie nennt man das denn nochmal? Keine Ahnung. Und noch einer drin. Let's go. Gott. Wie ist einer predicted das? Nice. Einfach geil nochmal. What the fuck? Okay. Was wolltest du nochmal sagen? Ich zieh keine legendären Helden bei mal 2. Nee, gar nicht. Null. Nee. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Okay. Damit hat sich die Frage erst, oder? Ja. Das wäre zu nice. Wieder letzte. Oh, letzter. Oh mein Gott, jetzt oh mein Gott. Ist die normal. Ja, nice. Ja, was ist das für kranke Helden gerade? Ja, ich weiß auch nicht. Du musst nochmal aufladen, Patrick. Nee. Das reicht, was ich habe. Ja, mega. Ja, ist wirklich geil. Nice. Einfach Ajax nochmal gezogen. Geil. Und weiter geht's. Schade. Nein. Das wäre jetzt geil gewesen. Ja.
Chill, Bro. Aber Arachne oder Morrigan, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kommt schon. Oder? Gönn. Hör mal auf, Alter. Gönn jetzt. Eigentlich kam es auf Sonntag Verschwörung und nicht auf schon am Freitag übergonnen. Noch ein. Nein. Ah, nee. Ja, es ist die Künstler, oder wie sie heißt, ne? Okay. Ja. Aber krank, wie viele Helden du ziehst, ey. Ich hab ja gesagt, mal zwei ist einfach das Geilste. Ja, okay, also Leute, morgen oder übermorgen die Folge werde ich auf jeden Fall mal zwei ziehen, weil, sorry, aber schau euch das mal an, ist krank. Und die Hatsuit habe ich schon, also. Ne. Er ist jetzt schade um den neuen Helden, aber der ist ja trotzdem die ganze Zeit im Pool mit drin, also wenn man Glück hat, kann man ihn auch hier ziehen. Ja. Es war auch lucky, dass ich die Hatsuit so schnell und direkt als erstes gezogen habe. Ja, ist so krank, ey, wirklich. Ja, mal zwei ist einfach. Die Frage ist, was machst du jetzt mit deinen goldenen? Ich zieh die. Okay. Ich weiß nicht. Dieses Mal 2 Event, oder? Ja, es zückt in den Fingern, um ehrlich zu sein. So, ich werde jetzt nochmal ein bisschen zusammenkratzen, was ich alles finde. Jo. Geil. Bis gleich. Dann, genau, sehen wir uns gleich wieder. Ist das Leute, geil, schaut euch das an. Holy wie shit. Gleich schaut das bitte aus? Ich will es gar nicht einsammeln, so schön schaut das aus. Oh mein Gott, ey. Ruf in die nächste Runde. Ja, let's go. So einen würde ich mir noch gönnen, so in dem normalen hier. Um ehrlich zu sein, würde ich dir gar keinen mehr gönnen. Oha, jetzt macht der einen auf den. Nein, Spaß. Ja. Was war das? Das war mein letzter einer. Ja. Den wollte ich noch so wegballern. Gut, dann gehe ich nochmal schnell verkaufen, oder? Jo. Okay, dann ballern wir jetzt die letzten Sachen hier noch raus und dann geht's zu den goldenen. Let's go. Du hast noch einen. Ja, aber vielleicht kriege ich die neuen hier noch, weißt du, deswegen. Ach so. Spare ich mir gerade auf. Genius. Ja, da kann ich noch meine Zehnerziehung machen. Ich habe einfach Watchers studiert, weißt du. Ja, ja. Ja, GG. Komm schon. Schade. Naja, wäre auch zu viel gewesen jetzt. Muss ich auch zugeben. Aber gut, du hast noch sehr viele goldene, ne? Ja, 19 Stück. Also da hoffe ich mir jetzt schon, also Ziel wären 5 legendäre. Ob das wirklich passiert? Eigentlich schon, ja. Ja, let's go. Na, perfekter Start. Direkt der erste. Oh mein Gott, das ist Big Bruch. Big Bruch. Ein epischer. Ein epischer. Ja, so liest bei mir die ganze Zeit ab. Oh mein Gott, ich will nicht das machen, was du gemacht hast. Komm schon jetzt. Ja, könnte langsam mal wieder einer kommen. Langsam. Ja, die Goldenen sind Scam. Ja, ist ein richtig Scam. Schau es an. Holy shit. Wobei, wenn die letzten 8 jetzt legendäre werden, also. Ja, ich glaube, das wird so wie bei deiner letzten Ziehung. Oh. Ey, es ist so. Ey, da kann ich mich richtig aufregen. Die sind so teuer, ne? Und die bringen einfach gar nichts. Das sind man die Chancen so sich viel so besser. Heftig an und du hast jetzt Chance mal 2. Ich hatte keine Chance mal 2. Ja. Da müssen jetzt noch 5 Stück rauskommen, 5 legendäre. Das ist jetzt der zweite. Und? Was war das nochmal? Okay. Ja, der Ding. Der Regulus. Regulus. I am Regulus. Eieiei. Back to back? Nein. Ja, ist schon vorbei. Lecko Fazzi, ey. Ja, das ist schon. Ja. 2 Stück. Big Scam. Big Scam. Also eigentlich braucht man wirklich nur auf die Blauen zu gehen, weil das ist echt. Das ist schon echt frech, ne? Ja, das ist wirklich frech. Lecko mio, ey. Aber trotzdem eine schöne Beziehung. Uralten noch ziehen. Soll ich die auch machen? Na klar.
Ja, so ein 24 Stück. Soll ich 10er machen oder einzelne? Kannst eigentlich 10er machen, oder? Okay. Ist ja immer eh nicht, was rauskommt. Bin gespannt. Ich auch. Okay. Boah, wie viele Trophäen einfach. Boah, es waren 2400 Trophäen. Ja, weil viele Lotthelden hier gezogen worden sind. Ja, ja, das ist echt heftig. Komm, wenigstens ein legendärer noch. Top. Was war das? Wie scheiße. Oh mein Gott. Komm. Aber bei Rot, da hoffe ich mir eh nie was. Also, naja, du hast schon zwei Lordhelden, zwei legendäre gezogen durch das, also. Ja, aber wie man sieht, kommst nicht immer. Ja, okay, waren jetzt 24, krass. Ja, eine letzte zum Abschluss. Wäre auch zu schön gewesen. Schade, ja, wäre zu cool gewesen. Jo, und damit kommen wir langsam zum Ende des Videos. Ich muss sagen, trotzdem, weil die goldenen jetzt nicht so gut funktioniert haben, war es trotzdem eine geile Runde. Also die blauen Kristalle haben mir mal richtig gegönnt. Also mein Ziel habe ich erreicht mit Hatsut. Das war natürlich geil. Und dann habe ich hier noch echt ein paar geile Helden gezogen, wie Ajax, Kai und die Laia natürlich. Die ist eh die beste. Und, das stimmt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jawohl, morgen oder übermorgen bin ich dann dran. Genau. Mal schauen, was wird. Ja, auf jeden Fall genauso gut, hoffentlich. Ja, hoffentlich, schauen wir mal. Also, bis dann. Bis dann, ciao.